Piraten. Oh Gott. Gott, bin ich schlecht. Oh Gott. Das wird ja hinten und vorne nichts. Weltraumkampf mit mir. Das ist... Ey! Ach, es sind noch... Oh. Okay. Okay, wir kriegen das alles hin. Yay! Nice. Sorry. Ich kann dann ahnen, dass man so kompliziert was machen muss. Okay, noch ein Schiff und... Ah. Okay. Uidun Singin Fujang Intan Tupang Kampa Mannschaft. Husin Chun, Xpanyol, Adysion, Dynasia, Sehan Yingbu. Boah, komm, dann gehen wir doch jetzt mal eben auf das Raumschiff. Wenn wir die schon gerettet haben, dann würde ich auch mal gucken, was sie hier zu bieten haben. So, auf den Frachter geht es. Vielleicht gibt es ja ein paar Naniten und dann können wir das Upgrade gleich auf der Station kaufen. Da. Hallo, Commander Gerga. Poi, Pixine, Izine, Sepra, Ua, Schlacht. Isum, Lok, Unio, Sak, Tunebrak. Als ich mich näher bellte Alien einen lauten Kampfschrei und feiert unseren Sieg, hoffe ich. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wolle er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Hey, ein A-Klasse-Frachter. Ja, wir haben einen Frachter. Nö, dachte ich auch gerade. Ups, falsche Taste gedrückt. So, jetzt wollen wir noch eben auf die Space Station. Thank you.
Und dann eben den Dingsens holen. Das Upgrade. Ist das rechts oder links? Also da hoch oder da hoch? Da war ich noch nicht. Was ist das hier? Aussehensmodifikator. Nein. Okay. Wow, habe ich viel freigeschaltet. Wieso habe ich dann S? Na egal. Was ist das? Ah, mit Upgrades kann man dann. Okay. Okay, doki. Dann geht es jetzt auf zur Dingenskirchen, Atlasstation. Also die kenne ich noch. Außer die sieht jetzt auch wieder komplett anders aus. Dann ist das wieder etwas. Ah. Nee, die sehen noch identisch aus, außer dass man mitten in ein. Okay. Okay. Das ist hoffentlich noch wie früher. Die ganzen Kugeln auf dem Boden sind Wörter, die man lernen kann, ne? Okay. Habe ich doch noch ein bisschen was drauf. Das kann man dann auf jeder Atlasstation wahrscheinlich machen. Diese ganzen Wörter finden und freischalten. Dann nach und nach dann. Okay. Hast du eigentlich schon das gesamte Dingsens freigeschaltet? Das gesamte Wörterbuch von allen? Okay. Werde ich machen.
Ah, okay. Cool. Ich stehe vor der Schnittstelle, einem bloßen Fragment des unbegreiflichen Ganzen des Atlas. Ich spüre, wie meine Augen zu schwimmen beginnt, als das rote Licht in meinen Schädel eindringt. Ich spüre, wie das Karmesinrot an mir reißt, ein Schrei in reinstem Rot geschrieben. Meine Sicht schwindet, immer stärker und stärker geht im Ganzen auf. Ich weiß nicht mehr, wo ich ende und der Atlas beginnt. Die Wände beginnen einzustürzen. Kapitulieren wir oder nicht? Ah, Widerstand leisten. Ich werde nicht aufgeben. Ich kämpfe um das, was von meinem Verstand übrig geblieben ist. Dann am äußersten Rand meiner Sicht ein Aufflackern von Purpur. Die gesamte Vision bricht zusammen. Während sie verblasst, höre ich einen Ruf, einen Schrei im roten Wind. Ich spüre in meinem Geist eine Erinnerung, die meine und nicht meine ist. Erinnerung an den Ozean. Diese Erinnerung ist ein Fragment des Kosmos, ein Faden in einer endlosen Galaxie möglicher Vergangenheiten und möglicher Zukünfte. Erreiche die Sterne und benutze E, um die Erinnerung zu erwecken. Okay. Okay. Oh, cooles Viech. Und die nächste Mission freigeschaltet. Ah, okay. Erinnerung an, was wir jetzt freischalten und das haben wir jetzt. Warp-Hyperkerne mal 2, überlegenes Hyperab. Okay, nice. Falsche Tasten. Ah. So, das sollte ja genügend Silikatpulver sein für uns dann. Tritium und Salz. Okay. Immer das mit dem immer das mit dem, wie heißt es gleich noch, Rechtsklick. Okay, ich brauche Salz.
Und noch Tritium. Holen wir uns hier eben das Rucksack-Upgrade. Und dann brauchen wir noch Tritium und Salz. Okay. Gucken wir mal hier nebenan bei dem anderen, bei dem Weltraummarkt oder wie auch immer das heißt. Ja. Oh, hier ist sogar Salz drauf. Nice. Oh, guck mal. Und hier, wir fliegen direkt auf Wolken zu. Wow, ich dachte, das wäre Salz. Oh, was bist du? Könnte das da hinten Salz sein? Alter Schwede. Kohlenstoffkristalle, ah, schade. Und
Damit rotzt du doch wirklich alles weg, oder nicht? Ups. Oh. Wie viel bringt so eine Steigerung für, ja, wie viel bringt so eine Steigerung dann? Wenn du es auf B, A und C setzt. Cool. Au. Sollte ich das jetzt schon abholen oder erst, wenn ich in Phase 2 bin? Wenn ich in Phase 3 bin. So, dann. Okay, nee, ich wollte nur wissen, ob das irgendeine Problematik mit sich bringt. Dann passt das ja. Jo, habe ich gerade gesehen. Wow. Plus 10.000%. Was ist denn das? Eben gerade habe ich für eine Pflanze irgendwie 13.000 bekommen. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Okay, dann jagen wir jetzt Kometen, würde ich sagen. Da weiß ich, dass es da auf jeden Fall Tritium gibt.
Ja, also bis jetzt macht es mir sehr viel Spaß. Das kann sehr wahrscheinlich daran liegen, dass ich das wirklich seit 3 Jahren nicht mehr gespielt habe. Und sehr viel wieder jetzt so gesehen dazu lerne und neu lerne, was ich ja vorher schon alles kannte. Das hatte ich mit einigen Spielen jetzt schon, dass ich, wie sagt man, dass ich mich überspielt habe. Und da finde ich das jetzt aktuell echt nice, dass du mit den ganzen Updates und so weiter, dass es wieder ein komplett anderes Spiel ist. Und die Expedition hilft echt gut, wieder reinzukommen. Also so wie du gestern... Oh, cool, was ist das? Also so wie du gestern gesagt hattest, ja, funktioniert das echt gut. Okay. Was macht eine Erinnerung des an den Ozean? Soll den Impulsantrieb anschmeißen? Oh. Seltenes Weltraumobjekt gefunden. Okay. Oh, Kind von Helios. Okay. Was zur Hölle? Subroutine Reisender. Speicherstatus fragmentiert. Atlas-Diagnose. Grenzübertrittsereignis unmittelbar bevorstehend. Beginn der Protokollausgabe. Absorbier die Erinnerung. Eine Welle der Ruhe überflutet mich, als die Erinnerung mich ergreift. Dieser heitere Riese sendet sein Lied, eine analoge Übertragung reiner Emotionen.